Der Seiler Wärmepumpenspeicher ist die platzsparende Einspeicherlösung zum Heizen und für die Warmwasserbereitung im Ein- und Mehrfamilienhaus. Der Wärmepumpenspeicher kann mit jeder Wärmepumpe unabhängig von Hersteller oder Typ eingesetzt werden. Der Wärmepumpenspeicher ist in zwei Zonen aufgeteilt: die Hochtemperaturzone für die Warmwasserbereitung und die witterungsgeführte Zone für den Heizbetrieb. Für die Effizienz der Wärmepumpe werden bei der Beladung zwei parallel geschaltete Umschaltventile im Vor- und Rücklauf verwendet. Durch die Einschichtung über die bewährte Seiler-Schichtladeeinrichtung werden beide Temperaturzonen ohne Durchmischung schnell und effizient beladen. Bei der Beladung der Heizungszone wird das kalte Rücklaufmedium aus dem untersten Bereich des Speichers entnommen, in der Wärmepumpe mit einem Temperaturhub von 5 bis 8 Kelvin erwärmt und über das fallende Schichtelement je nach Temperatur und Dichte wieder eingeschichtet. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Der Rücklauf wird im mittleren Bereich des Speichers entnommen, in der Wärmepumpe mit einem Temperaturhub von 5 bis 8 Kelvin erwärmt und über das steigende Schichtelement je nach Temperatur und Dichte wieder eingeschichtet. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die gewünschte Temperatur für die Warmwasserbereitung erreicht ist. Der Wärmepumpenspeicher kann monovalent mit jeder beliebigen Wärmepumpe oder bivalent mit einem vorhandenen oder neuen Spitzenlastkessel betrieben werden. Im Hybridbetrieb gibt die Wärmepumpe bei Erreichen des Bivalenzpunktes den Spitzenlastkessel frei. Somit kann die Wärmepumpe auch in Mehrfamilienhäusern oder älteren Gebäuden mit optimalem Wirkungsgrad betrieben werden. Bei der Warmwasserbereitung mit einer Frischwasserstation wird der Vorlauf im obersten Bereich des Wärmepumpenspeichers entnommen und in der Frischwasserstation an das im Plattenwärmetauscher vorbeifließende Trinkwasser übergeben. Der im Zapfbetrieb stark abgekühlte Rücklauf wird über das fallende Schichtelement je nach Temperatur und Dichte eingeschichtet. Im Warmwasserzirkulationsbetrieb wird der warme Rücklauf von der Frischwasserstation über das fallende Schichtelement je nach Temperatur und Dichte eingeschichtet. Durch die effiziente Einschichtung über die Schichtladeeinrichtung wird eine unnötige Erwärmung bzw. Durchmischung des kälteren Speicherbereichs verhindert. Am Wärmepumpenspeicher kann standardmäßig eine Seiler Frischwasserstation montiert werden. Träger und Verrohrungsset sind optional erhältlich. Aus der Heizungszone im unteren Speicherbereich wird die Flächenheizung mit Wärmeenergie versorgt. Der konstant kalte Rücklauf wird im unteren Bereich des Wärmepumpenspeichers wieder zurückgeführt. Aus der Heizungszone im unteren Speicherbereich werden die Heizkörper mit Wärmeenergie versorgt. Der Rücklauf wird im unteren Bereich des Wärmepumpenspeichers wieder zurückgeführt. In der optionalen Solarwärmetauschereinheit wird die Wärmeenergie der Solarthermieanlage an das Heizungsmedium im Speicher übergeben. Über einen Ringspalt strömt das kälteste Medium in die Kunststoffglocke. Diese hat ein im Verhältnis zum Speicher kleineres Volumen, somit werden sehr schnell hohe Temperaturen in der Glocke erreicht. Das erwärmte Heizungsmedium steigt in der Schichtladeeinrichtung nach oben und schichtet sich in die richtige Temperaturebene ein. Auch niedrigere Temperaturen werden exakt nach Temperatur und Dichte eingeschichtet. Die Seiler Schichtladeeinrichtung arbeitet komplett ohne Hilfsenergie und bewegliche Teile.